Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, bei dem 3 Lkw beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz vorher nahe der Ausfahrt Hedemünden zu einem Stau, weil eine Frau aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet und gegen einen Lkw fuhr. Aufgrund dieses Unfalls kam es zu einem Rückstau, den ein Sattelzugfahrer vermutlich übersah. Er krachte auf einen stehenden Autotransporter, der mit 2 Fahrzeugen, einem Audi und einem Mercedes der Luxusklasse, beladen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide PKWs auf die Autobahn geschleudert und komplett zerstört. Der Unfallverursacher konnte sich aus seinem zerstörten Führerhaus selbst befreien, wurde jedoch schwer verletzt in ein Göttinger Krankenhaus eingeliefert. Die A7 musste in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird der Sachschaden mit rund 250.000 Euro beziffert. Der Verkehr staute sich zeitweise auf 12 Kilometer.